Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es eine super einfache Linsensuppe und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht wird, dann bleibt dran. Die Zutaten sind wirklich nicht viel. Ich habe eine Kanne voll Hühnerbrühe. Ihr könnt natürlich auch einfach nur Wasser nehmen. Oder ihr macht euch aus Brühwürfel eine Brühe. Das ist ca. 1 Liter, würde ich sagen. Dann habe ich ein Glas rote und gelbe Linsen gemischt. Das sind 150 Gramm. Ihr könnt auch nur rote Linsen nehmen. Ich hatte halt von beiden ein bisschen, deswegen habe ich sie gemischt. Eine mittelgroße Zwiebel, ein Esslöffel Tomatenmark und dann habe ich einen Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein halber Teelöffel Paprikapulver und ein Viertel Teelöffel Kumin. Ich mache die Suppe in einem Schnellkochtopf. Ihr könnt es aber auch in einem normalen Topf machen. Das verlängert halt nur so ein bisschen die Kochzeit. Und jetzt können wir loslegen. Die Zubereitung ist wirklich total einfach. Ich schäle einfach nur die Zwiebel. Und die Zwiebel schneide ich einfach so in größere, kleinere, wie ihr wollt, Stück. Das wird zum Schluss sowieso mit dem Pürierstab püriert, deswegen spielt das keine Rolle. Einfach so in Scheiben schneiden. Theoretisch kann man sie sogar ganz rein tun, das ist überhaupt kein Problem. Zwiebeln schneiden, die Tomatenmark rein, die Gewürze rein, die Linsen rein. Und hier habe ich meine Brühe. Ich werde jetzt kein zusätzliches Fett in die Suppe tun, weil die Brühe relativ fett ist. Das seht ihr ja hier auch, das war Hühnerbrühe. Wenn ihr selber aus Brühwürfel eine Brühe zubereitet, dann könnt ihr ja noch ein bisschen Butter oder Olivenöl dazu tun. Dann tue ich die ganze Brühe da rein. Linsen dicken ja ein bisschen an, wenn man sie kocht. Ganz zum Schluss gucken wir mal, wie die Konsistenz ist. Gegebenenfalls kann man dann noch ein bisschen Wasser dazu tun. Ich mache jetzt den Schnellkochtopf zu und der kommt jetzt auf den Herd. Wenn er gepiept, also wenn er gezischt hat und ich ihn klein geschaltet habe, dann koche ich die Suppe 20 Minuten auf kleinste Hitze. So, die 20 Minuten sind jetzt um. Ich werde jetzt die Suppe aufmachen und mal gucken, wie es aussieht. Die Linsen sind schön durch und jetzt kann ich alles pürieren. Ich habe die Suppe jetzt püriert, die ist schön fein geworden. Ich schütte sie jetzt in einen kleineren Topf, dann könnt ihr auch mal die Konsistenz sehen. Ich werde kein weiteres Wasser hinzufügen, weil mir gefällt die Konsistenz. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann es auch noch so zeigen. Ist eine richtig schöne, sämige, leckere Suppe geworden. Und wirklich ganz schnell. Man muss ja wirklich alles nur in den Topf schmeißen und 20 Minuten kochen und fertig ist. Probiert diese Suppe unbedingt mal aus. Die tut wunderbar gut, besonders wenn man ein bisschen erkältet ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und meinen Kanal könnt ihr auch abonnieren. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, wenn ihr die Rezepte ausprobiert, ob sie euch gefallen haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.